Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play in meinem Kanal. Heute das großartige The Last of Us. Ja, ein Spiel, das mich allein nur von der Story her und von dem bisschen, was ich gesehen habe, so begeistert hat, dass ich mir gesagt habe, als PC-Spieler, besorgt eine PS3, kauft ihr das Spiel, spiel es. Und das will schon was heißen. Und ich will da heute so ein bisschen mit euch durchgehen, natürlich auf Deutsch. Ich weiß, dass einige die englische Sprachausgabe natürlich bevorzugen würden, aber ich bin ein deutscher Kanal und ja, werde halt dabei bleiben. Als erstes einmal werden wir natürlich die Spiele ein bisschen einstellen. Ich bin bei weitem kein Anfänger. Also auf leicht zu spielen wäre für mich, oh ja, ja, ich weiß nicht. So, man kann hier natürlich dann Untertitel machen wir auf ein, damit wir die haben. Spieltipps machen wir auch mal auf ein, weil ich jetzt den Verbrauch und strategische Tipps werde ich mir auch noch antun. Blutig lassen wir auf ein, Lauschmus lassen wir natürlich auf ein, Nahkampf, Aufforderungen, okay. Abzeichen, Einblendungen, Anzeigen, ja, die lassen wir aus. Wir werden also auf schwer spielen. Weil ich will, wenn dann auch eine Herausforderung haben, das ist ein Hardcore-Survival-Spiel, Shooter ist es ja nicht. Hardcore-Survival-Adventure, nennen wir es so. Hardcore-Survival-Adventure, das passt gut hin. Die Anzeige, ja gut, die kann ich nicht viel einstellen. Audiotechnisch, ich glaube, wenn wir ein ganz bisschen Musik und Soundeffekte runterdrehen, die Dialoge ein bisschen weiter oben und den Film ein bisschen oben haben, ist das ganz gut. Format, Standard, ja. Größe des mittleren Lautsprechers, klein, Dynamikumfang, Standard, ja, das lassen wir einfach mal, weil davon habe ich gelinde gesagt keine Ahnung. So, Fraktion kämpfe online gegen andere Spieler um Vorräte, um deinen Clan zu erweitern. Ja, nee. Das hat einen Mehrspielermodus? Das wusste ich nicht mal. Okay. Nee. An dieser Stelle würde ich einfach sagen, wir starten ein neues Spiel und beginnen unsere Reise. Hatte ich das gerade nicht schon eingestellt? Na egal. Ja, dieser epische Einstellungsscheiß. Danke. Danke. Jetzt darf ich aber... Gut. Tommy, Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Biest. Sie ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. So, das war ja mein aufschlussreiches Intro. Oh, Telefon. Ich glaube, ich gehe da mal gerade, Leute. Warte bis... Hallo? Sarah, ja. Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also...
Onkel Tommy? Hallo? Du, ich glaube, der hat aufgelegt. Ich verstehe nicht, warum Leute immer auch in Filmen und so immer gegen dieses Tuten anreden. Hallo, hallo, bist du noch da? Also normalerweise, wenn das Tuten da ist, ist die Leiter doch schon tot. Ja, schön. Okay, jetzt sind wir hier sein Töchterchen. Ich muss gerade so ein bisschen mit der Steuerung rumfummeln, weil PS3, Neuling, ihr redet ja. Also, andere Leute, ich weiß, dass viele das jetzt let's playen. Und was ist die Besonderheit bei mir? Warum sollte man jetzt gerade mir zugucken? Abgesehen davon, dass ich strategisch also einiges im Kopf habe, oder ich zumindest von mir behaupten kann, dass ich strategisch einiges im Kopf habe und dieses Spiel einiges an, ja, ab und zu mal Grips erfordert, sage ich mal, bin ich ein vollkommener PS3-Neuling. Das heißt, ich werde, wenn dann ich dann wahrscheinlich sterbe, mich sowieso erstmal tierisch aufregen. Zeitung. Hochaufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern, Anstieg von 3% aufgrund mysteriöser Infektionen. Die behördliche Lebensmittelüberwachung vergrößert Liste der kontaminierten Früchte, riesige Rückrufaktion erwartet. Ja, ich bin intelligent. Ne? Polizei. Verwirrte Frau tötet ihren Mann und 3 weitere Personen. Alles klar. Das hört sich überhaupt nicht scheiße an, ne? Ja, die Welt ist hart. Daddy? Die Welt ist richtig, richtig, richtig hart. So, gucken wir mal. Daddy, Dad. Ja, hier ist Licht, hier könnte jemand sein. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Warte. Was war das? Alter! Mein Numpad, das rumbelt. Das Rumblepad rumbelt. Ah ja, und da war eine Explosion. Aber, wow. Ich muss sagen, das ist die beste... Ich habe fast das Gefühl, diese Stadt da im Hintergrund ist wirklich 3D gerendert und kein zweidimensionales Bild. Können wir rennen? Nee, wir können nicht rennen. Okay, aber das war trotzdem gerade... Hallo, die Welt. Ich glaube, da ist ein Krankenhaus in die Luft geflogen. Das tun sie irgendwie gerne, ne? The Dark Knight. Ich weiß nicht, ich frage mich, was die da lagern. Also so viel Sauerstoff in Flaschen, dass das hochfliegen kann? Ja, das würde ich auch gern wissen. Okay, Auto da. Papi irgendwo sein muss. Da ist der große Fernseher. Da ist Küche. Sein Telefon. Gucken wir doch mal. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Ja, böses Telefon. Okay, ja. Hat jetzt schon Angst vor ihrem eigenen Spiegelbild? Ist sie gut. Tja, American Horror Story. Am besten mal allein durch das dunkle Haus gehen. Da bist du ja endlich. Sarah. Bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie okay. Machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Oh. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Jimmy? Das hier ist Sarah. Ich warne dich. Nein! Geh. Oh mein Gott. Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Scheiße. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Oh Mann. Die Stadt brennt. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein
Radio? Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. So. Gute Nachtgeschichten hier. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und Westküste. Ah, wir können auch hin und her, okay. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ja, ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Alter. Jemand anders wird kommen. Der Namenschock vibriert mit der Straße, mit das. Boah, Halleluja, ey. Alle Idioten haben dieselbe scheiß Idee. Wir könnten einfach umdrehen und. Hey, was zum Teufel los jetzt? Tommy, scheiße! Was war das denn? Was zum Teufel war das denn? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt! Dreh hier! Oh, dreh Mann! Hier. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Oh nein! Hilfe! Wir können hier nicht anhalten, ich Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Weiter! Weg damit. Scheiß Windschutzscheibe. Lauf! Dad! Scheiße, dein Kleines. Okay, gib mir die Hand. Nein! Was ist denn? Wir müssen jetzt rennen. Halt dich fest. Okay. Oh Gott, laufen, laufen. Hilfe! Daddy. Ist tot. Ah. Oh, mach die Augen zu, Kleines. Lauf, Tommy. Brennen. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hilfe! Ich bring dich hier raus. Auch eine Art, das Level zu blockieren. Ist auch echt eine Art. Das muss man denen lassen, aber gute Zähne gesetzt. Zurück, es sind zu viele. Okay, okay, okay. Los, mach auf! Los! Blut!
Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Na! Mach, dass ihr wegkommt! Mhm. Komm schon! Joe! Bin ich bei... Ich bin doch hinter dir! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Okay, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Ja, den kannst du gerne futtern. Wir sind fast da. Oh Mann, der ist direkt in der Milchhöhle. Dann ist aber ein Geifer, wie sie sich in mein Fleisch sporen wollen. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir. Es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Bitte nicht. Oh nein. Sarah! Mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es wird weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber Hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Licht. Vertraue auf die Fireflies.